Hallo und willkommen zurück bei Cyberpunk. Ja, Folge 30, Doppelfolge. Ich versuche es zumindest durchzuziehen. Ich kann es natürlich nicht versprechen, dass mein PC abkackt, aber erfahrungsgemäß kann ich jetzt sagen, solange ich nicht in 4K aufnehme, scheint das zu funktionieren, wenn ich nur Full HD aufnehme. Ich meine, ich spiele es selber noch in 4K. Ich habe halt nur Raytracing ausgeschaltet. Aber ich skaliere es dann in der Aufnahme runter. Hör mal, ich brauche dich für den nächsten Auftrag. Und du wirst den Adrenalinschub lieben. Draußen in den Badlands steht ein Auto mitten in einem Minenfeld. Und du musst es für mich holen. Ich mache dir nichts vor, du könntest dabei hochgehen. Aber so ist das Leben, oder? Details findest du im Anhang. Und das machen wir jetzt auch. Das ist eine Easy-Mission. Als ob ich das lese. Guck dir diesen Text an. Der ist ja länger als die Weltgeschichte. Ah. Hm, haben wir noch Drohnen. Oh, ich könnte sie entschärfen. Ich markiere sie mir lieber. Weil man sie markieren kann. Es wäre viel cooler, wenn ich sie nicht markieren könnte und sie auch nicht sehen könnte. Weil so weiß ich ja ganz genau, wo ich langlaufen muss. Ich meine, ich müsste sie nicht mal markieren. Aber fürs Rausfahren wäre es zumindest praktisch, wenn sie markiert sind. Ja, ist doch viel angenehmer, so zu markieren. Ich markiere sie eigentlich auch nur fürs Rausfahren. Ich versuche schon, diese Richtung hier irgendwie rauszufahren. Also nach hinten weg. Weil bis jetzt scheint das da am wenigsten Minen zu geben. Ich meinte, ich könnte sie alle wegballern, ne? Da liegt Loot rum. Noch ein Idiot, der sich für einen Glückspilz hielt. Vor der Überdosis ging's ihm wahrscheinlich super. Da sind auch Minen. Das ist nicht gut. Das hat man davon, Maelstrom-Shit auszuprobieren. Härteren Scheiß gibt's nicht. Ihre verbrutzelten Synapsen springen sonst auf nichts mehr an. Vollidiot. Sein Output sitzt bestimmt in Albuquerque, nicht ahnend, dass Jaros Hirn jetzt Matsch ist. Wir sind raus, oder?
Sehr gut. Gut, dass ich die markiert habe. Gut, wir hätten es vielleicht auch so einfach geschafft, ne? Das Fahrzeug ist aber sehr wendig. Wieso stehen die da so mitten im Nirgendwo? Aber gut, das ist nicht mein Bier. Der ist aber schnell. Mein lieber Scholli ist sehr schnell. Hast du eine Panne? Kann ich dir helfen? Nein? Schade. Das wäre cool gewesen, wenn man da einfach so helfen könnte. Weißt du, kein Ei auf der Karte, kein gar nichts. Und dann kann man dir aber helfen. Das wäre cool. Das Ding ist echt flott. Ich finde das auch cool, ne? Das Ding ist gepanzert vorne. Und man kann aber durch die Panzerung durchgucken. Weil das irgendwie so auch so ein Display ist. Diese Geschwindigkeit an, ey. Boah, ist aber auch hart zu kontrollieren. Lass uns mal. Lass uns mal nochmal den Radio senden. Müsst ihr nicht jedes Mal wechseln hier. Oder? Ach komm, querfällt ein, was YOLO, was soll's. Aber ja gut, die Tür ist schon mal weg, ne? Ich meine, wer braucht Straßen? Lol, was ist das denn hier? Gegnerische Basis auf jeden Fall. An den kann man sich so ein bisschen hochgrinden. Die hätten wir nie entdeckt, wenn wir nicht querfeld eingefahren wären. Just saying. Das Ding ist aber auch ein Driftmonster, wie das hier ausschlägt. Ah, schön. So gefällt mir das. Bis zum nächsten Mal, Schwester. Job abgeschlossen. Jo, man hat nur eine Tür verloren. Sollte ja kein Problem sein. So, meine Street Cred ist auf jeden Fall gestiegen. Ich müsste mir eigentlich mittlerweile... Ah ne, ich glaube, ich muss normales auch Level hoch sein, ne? Hier sind auf jeden Fall ein paar Fahrzeuge. Jetzt sind aber auch hier Missionen auf Mittel, die ich abschließen kann. Das heißt, wir grinden uns langsam nach vorne. Oh, ich habe einen Mod. Erhöht die kritische Trefferchance. Ja, aber ich kann die Mods nicht wieder ausbauen, deswegen würde ich sagen, sobald ich einmal eine bessere Katana noch kriege als das. Also, ich kann es ja auch nicht upgraden. Und mittlerweile auch eine bessere Sniper bekommen. Ich hätte gern mal eine neue Kopfpanzerung. Okay, ich tue die jetzt auch mal behalten. Die ist zwar besser, aber die kann ich ab 17 anziehen. Also ab nächsten Level. Und die erst ab 20.
Dass ich Loot für Level 3 bekomme, das ist so eine Frechheit. Habe ich eigentlich mittlerweile Cyberware? Kann ich hier eh nicht machen. Da muss ich zu einem Ripper Dog. Ja, komm, fahren wir nochmal mit dem Delamain. Vielleicht hat er uns was zu sagen. Oh. Wo kommt der denn her? Okay, er redet nicht mit mir mit uns. Schade, ich habe gehofft, er redet jetzt immer mit uns. Hier kann man einfach so in die Stadt fahren. Kein Zoll, kein gar nichts. Das ist doch komisch. Während wir bei dem anderen so Probleme hatten reinzufahren. Das wäre so cool, wenn im Delamain-Fahrzeug Delamain fahren würde. Und wir wirklich wie in einem Taxi nur sitzen und nichts machen. Einfach nur gucken, wie es halt immer in den Missionen ist. Ich bin auch echt mal gespannt, wie die Missionen weitergehen. Aber ich will halt, wie gesagt, nee, Mission, ich wiederhole mich nicht andauernd. Okay, ich wiederhole mich trotzdem andauernd. Ist vielleicht. Ist aber auch laut. Danke, Delamain. Wie? An einer Baustelle gibt's eine üble Streiterei. Der Verantwortliche ist schwer bewaffnet. Wäre ein super Kandidat für unsere Psychostudie, wenn du ihn nicht gleich umlegst. Ich schick dir die Infos. Alles klar. Ich sehe ihn direkt. Das wird echt ein harter Brocken. Okay. Oh, der gehört, ist gar nicht mein Gegner. Der kämpft gegen meinen Gegner. Der ist mein Gegner. Oh shit. Hat er mir eine Explosion in die Presse geschlagen? Also ich hab dem schon heftig Schaden gemacht, ne? Also nicht die Zahlen, 800er Crit oder so. Also das kann man auf jeden Fall nicht verneinen. Ich dachte, der Typ da hinten war mein Gegner, aber nein, der ist gar nicht mein Gegner. Der ist genauso ein Lulli wie die, die hier liegen. Schaden!
Wie wär's mit mich nicht angreifen? Aber jetzt greift der mich auch an. Okay, der haut rein, Alter. Der haut echt rein. Ich meine, ich müsste irgendwie im Nahkampf rein und dann abhauen, dass der mich nicht trifft. Weil um den rumlaufen, glaube ich, ist nicht so effektiv gewesen. Und das ist Mittel für mich. Das ist Mittel für mich. Habt ihr es gerade gesehen? Ah ne, ich dachte, hier stand eine 7. Das heißt, ist also nicht angestiegen. Das? Oder kann es sein, also man hat ja dieses Aufladen gehört, ne? Aber das ist ja dann wieder runtergegangen. Vielleicht war das noch nicht ab und hat dann eine Schockwelle ausgelöst. Aber ich glaube, den da hinten angreifen war auf jeden Fall der richtige Weg. Das Problem ist, ich muss hinter den. Aber jetzt bewegt er sich nicht. Was Scheiße, Mann! Was ist das für eine heftige Explosion, die ich direkt in meine Fresse bekomme? Verdammt! Kämpft euch gegenseitig, ich helfe dir dahin, Alter, warum greifst du mich an? Alter. Wenn der Typ nicht mich angreifen würde, sondern die ganze Zeit den. Das ist doch nervig, ist das. Der one-shottet mich. Wie ist das? Der müsste in sehr hoch eingestuft sein. Verdammt! Ich
irgendwas übersehen vielleicht, was ich hier hacken kann? Kann ich vielleicht seine Maschine ausmachen? Also ich meine, hier drin bin ich relativ sicher, weil ich die ganze Zeit immer hier hin und her gehen kann. Aber der ist schon ein heftiger Gegner. Ich darf dem anscheinend nicht so nahe kommen. Ist jetzt nicht so, als würde ich keinen Schaden gegen den machen. Ich frage mich, was das für eine Attacke ist, die mir so viel Schaden gibt. Wahrscheinlich. Gut, wenn er so bleibt, kriege ich einen Platz. Das dauert nur ein bisschen. Ist aber ein bisschen schade, dass er jetzt so rumbackt. Er hätte eine richtige Herausforderung sein können. Das ist aber ein cooles Teil. Ich hoffe, wir können auch mal so ein Teil steuern. Aber ich muss einen Splitter lesen. Sekunde. Ich warte eigentlich nur auf Splitter, die man hacken kann. So, Mission erfüllt. Wie? Ach so, müssen wir nach oben scrollen oder was? Nee. Irgendwie ist die Nachricht hier buggy. Meine Güte, die war aber nicht ohne. Ich hätte gern noch eine Mission in Mittel. Ich würde auch hochnehmen. Ich glaube, wir machen erstmal die hier. Und dann fangen wir auch mit der unteren an. Weil dann könnten wir eventuell hier oben wieder uns nach oben durcharbeiten. Guck mal, hier ist zum Beispiel wieder eine aufgeploppt. Die ist wieder Mittel. Die könnten wir machen. Jetzt machen wir erstmal die drei hier unten.
Man kommt mir die vielleicht, naja, wobei, wenn die sehr hoch sind, wahrscheinlich nicht. Aber egal. Aber auf jeden Fall meine Schrotflinte sehr nützlich. Ich finde die Schrotflinte generell ziemlich stark. Mit meinem Katana wäre es natürlich schneller gegangen, wenn ich nicht immer gewone-shottet worden wäre. Was ist denn hier passiert? Ich bin ein bisschen neugierig. Hier liegt auf jeden Fall legendärer Loot rum. Ich kann hier nichts scannen. Aber den legendären Loot. Oh. Hier wurde ein Gefangenentransport durchgeführt, der überfallen wurde. Wenn ich das richtig verstanden habe. Kann ich eigentlich ein Polizeiauto? Ich könnte ein Polizeiauto klauen. Das wäre doch geil. Die sind ja irgendwie hier reingefahren, ne? Ich würde hier gerne reingehen. Vielleicht kommen wir da später mit einer Mission hin. Weil wir kommen auf jeden Fall so nicht rein. Ich gucke wieder ziemlich schnell rum. Es tut mir leid, Enorm. Und dann 03. Weiß nicht, was das bedeutet. Das könnte vielleicht irgendwann mal hier wichtig werden. Auf jeden Fall hat es mir guten Loot gegeben. Jetzt wollte ich schon den Polizeiwagen klauen. Aber das finde ich halt so cool, dass sie so teilweise versteckte Dinge sind. Wenn jetzt hier ein Quest auf einmal aufgepoppt. Also ich glaube, wenn wir den Gefangenen, dann können wir auf jeden Fall noch was mitmachen. Wir haben jetzt keinen Quest dafür bekommen. Aber ich glaube, wenn man hier gute Detektivarbeit machen würde und ohne Quest-Helper, Helfer-Dinger, so wie worauf ich angewiesen bin, könnte man, wäre das wie so ein geheimer Quest. Kann ich mir gut vorstellen, dass sowas hier drin ist. Wo sind wir hier? Ach, hier ist der Arasaka Tower. Delamain, rede mit mir. Sehr cool, wenn man mit dem... Boah, was ist das für eine... Mit dem reden könnte. Willst du jetzt hier lang oder willst du jetzt hier runter? Was ist denn mit Headbang? Das sieht halt so aus. Das ist eigentlich so. Ich war gerade einfach vom Bildschirm mit. Alles zusammen. Ich kann mich gar nicht auf die Straße konzentrieren. Ich sag dir, beim Autofahren normalerweise in Real ist das einfacher. Bin ich denn hier gerade lang gefahren?
Wo zur Hölle bin ich hier? Hier ist irgendwie... Es tut mir leid. Ich habe gerade was zu trinken geatmet, als sie geredet haben. Aber das, was die Typen da gesagt haben, ist eigentlich im Prinzip genau das, was ja heutzutage auch bei den Supermärkten ist. So viel Essen, wie die wegwerfen. Anstatt das dann irgendwie so der Tafel oder sonst irgendwie zu spenden, wird es einfach weggeworfen, weil es über ein Verfallsdatum ist. Bevor ich euch steige, würde ich gerne die Musik hören. Wenn ich hier leide, könnt ihr ein bisschen Musik hören. Wenn diese Musik ja copyright-frei ist, ne? Also ich habe ja hier den Copyright-Modus drin, dass ich, dass keine Copyright-Musik abgespielt werden darf. Dürfte ich diese Musik dann auch in anderen Videos verwenden oder nur in Cyberpunk, ist halt die Frage, ne? Sonst könnte man sich hier eine super Playlist zusammenstellen. Ist hier irgendwas zum Reintun? Nee. Tue ich ihn einfach hier unten irgendwo hin. Wie? In der Nähe der Gym gibt es eine Passage, wo ständig Leute verschwinden. Finde heraus, was da vor sich geht. Und verschwinde nicht selbst. Du meinst so, wie ich ihn gerade verschwinden lasse? Ob ich es einmal schaffe, Sneaky durchzukommen? Und zwar ohne Neuladen. Ich bin im Kampf. Keine Chance gegen Nahkampf, ey. Ah.
Nahkampf ist so OP. Aber Nahkampf ist ja auch geil. Der kommt mit dem Messer zu einer Schießerei. Ja, und was passiert dann? Habe ich dich weggeschlitzt. So sieht es nämlich aus. So. BD können wir nicht machen. 1C, 1C können wir machen. 1C, 1C. E9. Können wir nicht machen. Na ja, gut. Schade. Wäre ich es anders angegangen, hätten wir es vielleicht machen können. Also die geben mir schon sehr gute... sehr guten Loot. Wenn ich ja 20 jetzt auf Reflexe habe, dann kann ich ja im Prinzip alles auf Craften setzen. Ich wollte eigentlich dann komplett auf Stärke gehen. Eine Reflexe-Stärke Maximum. Aber ich glaube, Craften wäre gar nicht mal so schlecht, um mir einfach meine Waffe auf zu optimieren. Weil ich glaube, dann würde ich im Endeffekt mehr Schaden machen. Wieso hat der hier verfickter Scheiß an falsch geschrieben? Okay, der ist generell komisch geschrieben. Ich weiß nicht, wie das schafft, alle am Leben zu lassen, nachdem die so weggeschnitzelt wurden. Aber vielleicht sagt Vi auch einfach nur, hey, der lebt noch, ne? Und dann lebt er aber gar nicht mehr. Kann ich ja zu Fuß hinlaufen, das ist doch direkt da um die Ecke. Oh, ich habe auch irgendeine Mission abgeschlossen. Obwohl ich gar nicht da war. Vielleicht hat die Polizei was geregelt für mich. Gehen doch umtauschen. Oder geben solche Untergrundreifer keine Garantie? Garantie? Von welchem Planeten kommst du denn? Und was soll ich überhaupt sagen? Dass ich beim Gedanken an meine Ex nicht mehr ausraste, aber seit Tagen nicht kacken kann. Die lachen mich doch aus. Soll ich die wegschlitzen? Ich meine, sie haben mir nichts getan, ne? Was ist das hier? Keine Ahnung, was das hier ist. Aber da liegt ein Toter. Diese scheiß Animation, Alter. Die hat Ewigkeiten gedauert. Egal, ich schieß sie weg. Es ging auf jeden Fall schneller. Ich bin mittlerweile schon Schlitzer-Experte, aber ich glaube, wenn ich hier so sehe, was sie hier so machen, ist das schon ganz gut, dass ich die weggeschnitzelt habe. Wir sind eiskalt. Wollte ich nur gerade mal ausdrücken, deswegen musste ich mit einer schallgedämpften Pistole in den Kopf schießen, weil das irgendwie eine filmreifere, sage ich mal, weil es in Filmen ja immer so ist, Exekution, als wenn ich ihn jetzt den Kopf abgeschlagen hätte. So, jetzt tun wir den noch ein bisschen zerstückeln, damit wenn die Freunde haben, dann sehen, hey,
Da ist noch wer anderes, der zerstückelt unsere Leute. Warte, da ging doch noch eine Treppe nach oben. Ich will jetzt auch gar nicht urteilen und sagen, hey, manche Leute verdienen den Tod. Weil das kann ich gar nicht. Ich habe gar kein Recht zu urteilen. Ich mach einfach mein Ding. Und ich hätte sie am Leben gelassen, wenn sie mich nicht gesehen hätten. Wobei ich den Typen eliminiert hat, als er auf dem Boden lag, war das schon eher so ein Urteil, ne? Aber auch eher so, weil ich das unbedingt irgendwie mal machen wollte. So ein eiskalter Killer sein. Was ist denn hier mit dem Turret los? Das ist doch ein Turret, ne? Da komme ich gar nicht hoch. Wir haben eine Achterbahn. Die sind auf jeden Fall grün. Ey, yo, Mandala, komm doch zu uns. Ja. Komm. Wir haben Bier. Habe ich schon gelootet. Hier, nimm. Wo bist du her? Hör auf, die Waffe zu ziehen. Hörst du auf, die Waffe zu ziehen? Sekunde. Wieso kann ich nicht runterscrollen? Sekunde, jetzt nicht im Controller doch rein, weil ich unbedingt runterscrollen will. Kann ich nicht. F5, laden. Ne, manche Bugs lassen sich mit Laden dingsen, weil ich muss auch das Spiel neu starten. Doppelfolge wäre jetzt theoretisch auch vorbei. Ich probiere es. Wenn es jetzt geht, machen wir es. Okay, jetzt geht es, dann machen wir es. Ich komme von außerhalb. Eine Nomadin. Ich mag die Nomaden. Wäre echt mein Ding. Genau. Du bist die faulste Sau, die ich kenne. Von welcher Familie? Bäcker. Ah, die Bäckers. Kenn ich nicht. Wahrscheinlich besser so. Und wie ist das jetzt? No? Geht gleich los. Hey, er muss sich konzentrieren. Haltet ja mal die Schnauze. Mit sowas bin ich noch nie gefahren. Na super. Bloß kein Druck. Wollt ihr sie wieder in Gang setzen? Mhm. Dauert ewig. Vielleicht solltest du aufgeben? Film in Busch. Ich will fahren. Ich will auch fahren. Ich krieg das schon in. Jean Regel. Was dagegen, wenn ich's mal versuche? Mach ruhig. Da sind jedenfalls keine Hilfe. Danke. Ich regel. Dabei habe ich überhaupt gar keinen Technik-Skill. Gar nicht so alt. 9 Jahre oder so, ne? Aufgrund überfälliger Wartung. Notstromversorgung ausgefallen, außer Betrieb aufgrund ausgefallener Dings. Haben die keinen Scanner? Dann würden sie das doch alles sehen. Ah, hier ist der Ping. Ich kann das reparieren, weil ich weiß, was ich tue. Mit null Intelligenz habe ich das geregelt. Ich fühle mich jetzt in real ein bisschen dumm. Ich hätte es nämlich nicht gewusst, was ich da umstecken muss und wie. Wobei ich irgendwie schon mal, ne, das hört man ja öfter, ne, muss einfach die zwei Kabel miteinander vertauschen. Keine Ahnung, warum das funktionieren soll. Kommt ihr oft hierher? Wenn wir Zeit haben.
Weißt ja, sonst klauen wir Autos und backen Süßkartoffeln. Was man halt so macht in Pacifica. Sollte startklar sein. Kumamo? Dein Ernst? Hab die Sicherheitsmaßnahmen überbrückt und auf Notstrom geschaltet. Hey, habt ihr das gehört? Wer will zuerst? Sicherheitsmaßnahmen. Ich glaube, ich hab zu viel gesoffen. Was, wenn's einfach anhält? Ich regel, komm. Ja, das Teil repariert. Sie darf zuerst. Halt mein Bier. Wir machen das wie. Na gut, dann los. Aber ich will hinten, ne? Ganz hinten. Hey, ganz hinten ist immer am besten. Wo muss das sein? Wir bleiben hier und schauen zu. Ganz hinten. Ganz hinten. Ich will nicht nach vorne. Ach, na, vorne ist doch billig. Du, sie macht's wirklich. Als Kind war ich immer ganz vorne. Ich wette, du hörst wie ein kleines Mädchen kreischen. Ganz hinten ist am besten, Mann. Wer ganz hinten ist, spürst du auch am meisten. Mann. Schneller! Jetzt VR, ne? Ich finde, das Spiel ist eigentlich super geil in VR. Und wenn es dann noch so komplex wie Half-Life Alyx wäre, in 10 Jahren, wenn das nochmal so Patch wäre, dass das möglich wäre, weil das so ein Riesenspiel ist, dann wäre das unglaublich. Hey, Johnny. Wir hätten vielleicht vorher mal die Strecke kontrollieren sollen, ob die auch in Ordnung ist. Alter, die geht ja... Man sieht ja gar nicht, wo die aufhört. Johnny, wie geht's dir denn so? Sag doch was, Johnny. Johnny? Als ob ich jetzt schreien würde. Oh, kann ich auch. Ah! Schön die Hände gehoben. Wow. Ob ich gleich auch umkotzen kann, das wäre geil. Ich will Knopf kotzen. Muss ja Spaß haben, also Hände eben. Mach ich nie ein Reel. Da lass ich Hände schön unten. Fuck, jaha! Ja, habt schön Spaß. Wo ist der Looping? Gibt's hier ein Looping? Da, der kommt echt ein Looping. Siehst du das? Oh oh. Okay, man fällt nicht raus. Das ist jetzt. Oh yeah! Aber Johnny hebt nicht seine Hände. Der will nicht. Das ist aber eine relativ lange Fahrt, ne? Respekt. Krasser Scheiß! Becker! Johnny hatte auch Spaß. Sehr schön. Einmal aussteigen, bitte. Das war geil. Hab ja vom Zusehen fast in die Hose geschissen. Einmal aussteigen, bitte. Immer. Läuft. Wollt ihr mal mitfahren? Du kannst an den Strand kommen, wenn du willst. Yes. Warum nicht? Steffen wir morgen das Riesenrad an? Von mir aus? Hey, jetzt ist alles möglich. Wir wollten morgen schwimmen gehen. Ein echt cooler Tag. Ja, das ist eigentlich eine schöne Gruppe, mit der man hier abhängen kann. Lass mal das regelmäßig machen, Leute. Wollen wir nur eine Runde fahren? Fahrt ihr mit? Komm, fahrt mit, ja? Ihr fahrt doch mit, oder? Komm, fahrt mit. Fahren die mit? Nee, die fahren nicht mit. Johnny fährt auch nicht mehr mit. Schade. Das wäre echt cool gewesen, wenn die mitgefahren wären. Was ist das Riesenrad?
das eigentlich nur eine Werbetafel oder ist das tatsächlich ein Turm? Kann ich irgendwie nicht erkennen. Könnten auch einfach nur zwei Werbebanner, die in die Luft gleiten, sein. Sonst wäre das ein echt heftiger Turm. Ja, ich glaube, das ist nur Werbung. Nö, diesmal sind wir ruhig. Wir sind ja auch alleine. Alleine ist doof. Wenn er mitgefahren, hätten wir weiter gemacht. Wie regelt? Hat schon dran gewöhnt. Auch schon länger keine Achterbahn mehr gefahren. Eigentlich auch noch mal machen. Schwer seinen Blick auf irgendeinen Punkt zu halten. Ich würde gerne das Riesenrad angucken. Wow, da war der Looping. Ich dachte gerade, hä? Bin ich jetzt rausgeflogen? Was ist denn jetzt passiert? Was ist das da? Was ist auf der Karte? Was ist das hier? Was ist das? Nochmal gucken. Oh! Ganz wichtiger Punkt hier. So, jetzt noch einmal den hier und dann brauche ich noch zwei Level. So. Gut jetzt. Ja, ja. Jetzt werfen wir morgen das Riesenrad an? Hey, war der Plan. Jetzt ist alles möglich. Wir wollten morgen schwimmen gehen. Wäre echt cool, cooler Tag. Wenn ich jetzt auf den Tag warte, also wenn jetzt so ein, der Tag rumgeht, ne? Und ich am nächsten Tag die dann irgendwie woanders wieder treffe, weil die wollten ja schwimmen gehen. Und dann sind die schwimmen und übermorgen trifft man die dann vielleicht am Riesenrad. Das wäre cool, wenn das ist. Kann ich mir vorstellen, ist ja auch nichts Schwieriges, sowas zu machen. Aber ob es tatsächlich so ist, ist halt eine andere Sache. Oh shit. Boah, da wäre ich fast runtergejumpt, ey. Ich wollte doch nur zum Riesenrad gehen. Huh, ich weiß nicht, ob ich den Sprung schaffe. So viel dazu. Die Frage ist, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Und wer ist das? Moin! Okay. An alle NCPD-Subunternehmer. Bericht über einen Verdacht auf organisiertes Verbrechen nahe Eden Beach Mega Ride. Stanislas Zbyszko ist wahrscheinlich vor Ort. Ein bekannter Anführer der Scavenger mit zahlreichen Vorstrafen für Schmuggel. Die Stadt bietet eine Belohnung für die Neutralisierung von Zbyszko und seinen Leuten. Machen wir, ist das das hier? Das ist cool, dass ich dafür angerufen werde. Auch wenn das die nächste Mission ist, werden wir die jetzt killen. Ich kann leider nicht ranzoomen aus irgendeinem Grund.
So kann ich zoomen, aber hier kann ich nicht zoomen. Okay, hier sind drei Gegner, die kann ich vielleicht umgehen. Das ist auf jeden Fall noch eine Kamera, die an ist. Wo werde ich denn hier gesehen? Irgendwas sieht mich hier. Was war das denn? Controller ist raus. Das wäre praktisch, wenn ich jetzt die Kameras ausmachen könnte. Sorgfältig lesen. Machen wir natürlich nicht. Aber wir haben einen schon mal ausgeschaltet. Ich weiß nicht, ob ich den ausschalten kann. Okay, kann ich. Ein Turret weniger. Wieso kann ich die nicht markieren? Ich kann sie nicht taggen. Da ist noch eine Kamera. Ich muss die Gegner hier ein bisschen ausschalten. Den kann ich auch nicht anvisieren. Hinten ist auch noch eine Kamera. Ich glaube, am einfachsten wäre es echt, wenn ich mich durchschnitzeln würde. Jetzt habe ich mir so eine Mühe gemacht, die ganzen Kameras hier auszuschalten. So. Habe ich es doppelt abgeräumt?
Oh, die ist tatsächlich da hochgegangen. Aber wenn die sich jetzt mir nähert, kann ich sie ausschalten. Guck weg. Geh da lang. Also sie sind auf jeden Fall ein paar alarmiert, aber sie haben mich halt noch nicht entdeckt. Die findet echt jeden. Die Frage ist, muss ich echt jeden ausschalten? Der ist alarmiert und da sind auch Kameras. Da ist noch eine. Und da ist auch noch eine. Oh, der hat sich gedreht. Ну давай, выходи, Секло! Boah, sind hier viele Gegner, Alter. Wenn ich hier den Typen auf der einen Seite wegkriege, kann ich den auf dem Dach wegkriegen. Das sind zwei nebeneinander. Ich glaube, letztendlich muss ich die alle schnitzeln. Ich hab was Besseres zu tun. Komm raus! Okay. Boah, das ist gefährlich, wenn die so nebeneinander sind. Und dann dreht er sich um. Komm, dreh dich um. Jetzt. Aber nicht der dahinter auch. Naja, wir haben auf jeden Fall ein paar geschafft. Boah, guck mal, wie schnell ich war, Alter. Ich krieg ja Leben wieder und sowas. Ein Nahkämpfer wollte mich angreifen. Finde ich gut. Erstmal den ganzen Loot. Ich meine, es sind noch nicht alle Gegner angerannt. Können uns nochmal verlinken. 55 E9 1C 55 E9 1C
Und nochmal die 55. Boah, ich habe alle gekriegt. Habe ich auch noch nie geschafft. Müssen wir hier den ganzen Loot einsammeln. Der Loot wird immer geiler hier in der Gegend. Wir haben jetzt in letzter Zeit so viel Legendäres und Episches bekommen. Okay, die da hinten haben nichts gecheckt. Okay, sie haben es doch gecheckt. Das waren drei? Kunde. Du bist der Letzte. Und du kannst fliegen. Und du backst rum. Muss echt, glaube ich, mal neu schaden das Spiel. So. Boah, wir können mal zur Straße gehen. Da ist irgendwas Lilanes dahinter. Da gehe ich jetzt hin. Keine Ahnung, was das ist. Aber lila ist gut. Toll. So. Einmal nach Ausrüstung gucken. Ich habe tatsächlich hier eine Klinge bekommen, die besser ist als die hier. Ich tue sie jetzt trotzdem alle mal. Ich bin zufrieden mit dem Katana. Auch mit... Tun wir alle weg. Die Pistole könnte man natürlich schon austauschen. Aber erst wieder mit einer Sniper, so lange lasse ich die mal. Jetzt habe ich gar nicht nach stärkeren Schrotflinten geguckt. Ist nicht schlimm. Wir kriegen so viel Waffen an Loot. Ich meine, wenn wir den ganzen Kram nicht zerlegen wollen, sondern verkaufen, könnte ich mir wahrscheinlich alle Autos leisten, ne? Erhöht den kritischen Schaden. Ich tue den mal zerlegen, weil jetzt mit dem kritischen Schaden finde ich schon ganz gut. Die kann ich jetzt anziehen. Hätten wir die beiden noch. Dann finde ich den eigentlich ganz passend, weil dieser kritische Schaden, ich mache ja ziemlich viel kritischen Schaden. Viele Crits mit meiner Nahkampfwaffe. Ich brauche noch eine grüne Hose, bitte. Oh, die erhöht auch den kritischen Schaden. Nicht schlecht. Wir sehen auch stylisch ein bisschen besser aus.
Aber mir gefällt das Kopftuch so gar nicht. Nun gut. Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.